Willkommen zurück. Wir sind aus der Stadt und wir werden jetzt mal gucken, was passiert. Du entsinnst dich nicht, die Stadt verlassen zu haben. Aber hier gehst du hinter Juno her durch unbekanntes Gelände. Ihr seid alleine, abgesehen von ein paar hundert Wütern, die alle auf einen riesigen Stein vor euch blicken. Dir stellen sich die Nackenhaare auf. Wir sind beim Götterstein von Strafs. Du blickst dich nervös um, aber die Wüter haben sie offenbar nicht gehört. Schon in Ordnung. Man kann reden. Leise. Und hier wirst du mich opfern? Juno lächelt. Was überaus gruselig aussehen könnte, wirkt stattdessen ehrlich. Nein, die Wüter können uns nicht sehen. Genau gesagt, können sie uns sehen, aber ich habe sie überzeugt, sich deswegen nicht zu sorgen. Ich verstehe deine Bedenken jedoch. Wer bist du? Ich wünschte, wir hätten die Zeit für eine richtige Vorstellung. Mein Name ist Juno, ich bin Mitglied im Magierrat. Mein Lehrling Avon kennst du ja schon. Wie machst du solche Sachen? Anderer Leute Verstand kontrollieren? Ich dachte, Magier errichten Bauwerk und heilen Wunden. Du hast recht, das tun Magier wirklich. Einige von uns praktizieren immer noch die Lehren, in denen die ersten Schöpfungen der Webmutter unterwiesen wurden. Wir werden Valka genannt. Ich glaube, ich bin die Einzige, die den Verstand von anderen beeinflussen kann. Warum übernimmst du dann nicht die Kontrolle über Brille? Ich habe gelernt, den Verstand zu heilen, nicht ihn zu kontrollieren. Wobei es auch einigen Valka schwerfällt, das zu glauben. Brille kontrollieren. Das wäre der Unterschied zwischen einem Kind, dem man sagt, es soll still sitzen, und einem ausgehungerten Bär, dem man sagt, er soll nicht mehr hungrig sein. Um die Wahrheit zu sagen, wir sind dem Sunder nicht mehr gewachsen. Unser Vorteil ist, dass wir weitere Valka ausbilden können. Aber das ist auch unsere Schwäche. Die Valka geben ihr Wissen weiter und verlieren es. Die Sunder werden nur älter und mächtiger. Brille ist sowohl unsterblich als auch jenseits meines Einflusses. Mehr oder weniger. Und wie halten wir denn auf? Der Gott der Geheimnisse wird eine Rolle spielen und du auch. Was machen wir hier draußen? Kennst du den Gott Strafs? Nur wenige wissen, dass dieser Stein existiert, sogar unter denen, die ihr Leben in Börsgard verbracht haben. Engel ist der Glücksgott und Strafs hat den Menschen den Wert des Handels auf andere Art näher gebracht. Er zeigte ihnen, dass er Konsequenzen hat. Zwei Seiten derselben Münze. Siehst du das Silber im Stein? Der Fels wird vom Wind hier oben abgeschliffen, aber das Metall bleibt. Wir brauchen ein Stück von diesem Silber. Der Gott Strafs ist umgeben mit Bildern von Silberwaffen. Der Legende nach verkauft er diese Waffen den Göttern. Und die haben sich damit gegenseitig getötet. Wer seinen Stein aufsucht, nennt ihn den Gott des Handels. Die Magier nennen ihn den Gott der Geheimnisse. Er war beides. Warum sind wir von Wüter umgeben? Der Götterstein scheint sie anzuziehen. Es gibt vieles, was wir über Strafs nicht wissen. Vielleicht sehen sie ihn als Patron, oder es ist einfach ein unbestimmtes Gefühl. Als Straf etwas mit dieser Schlange in einer Toff zu tun? Was war das für ein Ding? Das kann ich nicht sagen. Kannst nicht? Ich habe einen Verdacht. Aber es ist nicht klug zu spekulieren, ehe ich Zeit in der Magierbibliothek hatte. Bei all unserem Wissen scheint es immer, dass wir wenig wissen. Überleg dir, wie sich der Rest von uns fühlt. Im Gegenteil, je weniger die Leute wissen, desto sicherer sind die meistens. Warum hast du mich ausgewählt? Warum nicht Elwind oder Hakon? Du kennst mich doch nicht mehr. Es tut mir leid, dass ich dich in Gefahr bringe. Elwind muss Börsgard vor dem Fall bewahren, während wir weg sind. Und wenn hier etwas schief geht, muss sicher sein, dass einer von uns lebendig zurückkehrt. Ich habe die Gedanken aller Personen gesehen, als ich in Börsgard ankam. Du warst der Einzige, bei dem ich wusste, dass er zurückkehren würde. Wie meinst du das? Du würdest unter allen Umständen zu Alette zurückfinden.
Holen wir, was wir brauchen und gehen wir. In der Tat, du musst mindestens eine Handvoll von dem Metall losbrechen. Daraus schmieden wir einen Pfeil, um Brüller zu töten. Warte, nach allem, was du mir gesagt hast? Ein magischer Pfeil, um Brüller zu töten? Das ist alles, was nötig ist? Warum hast du das nicht schon längst getan? Jonas Blick richtet sich in die Ferne. Nein, das ist nicht alles. Was ich dir jetzt sage, darf nicht wiederholt werden. Der Pfeil, der Brüller selbst dann nicht tötet, wird dann Brüller, Quatsch, der Pfeil wird Brüller selbst dann nicht töten, wenn er ihn ins Herz trifft. Brüller hat keine körperlichen Schwachstellen. Aber der Pfeil wird ihn zweifeln lassen. Wenn er ihn durchbohrt, wird er ihm helfen zu glauben, dass er stirbt. Ihr anderen werdet ihn mit Schwertern und Äxten ganz davon überzeugen. Jeder, der an deiner Seite kämpft, muss daran glauben, dass es wahr ist. Du willst ihm weismachen, dass er tot ist? Das ist doch völlig irrsinnig. Er kann wirklich nicht getötet werden? Nein. Eines Tages wird er aufwachen und feststellen, dass er nicht tot ist. Das dürfte ihn ziemlich verstören. Aber zuerst müssen wir den Fall machen. Konzentrieren wir uns auf das, was zu tun ist. Sie schaut wissend auf den Götterstein und wartet, dass du ihn aufkletterst. Rook, ich bin mir nicht sicher, wie die Hüter reagieren, wenn du dies tust. Und hinter uns ist ein Abgrund. Sei also vorsichtig. Du näherst dich der Rückseite des Steins und beginnst zu klettern. Dabei hältst du nach einem losen Stück der Silberader Ausschau. Auch ohne, dass du hinsiehst, spürst du, wie die finsteren Gestalten dich genau beobachten und nur von Jonos Einfluss zurückgehalten werden. Du gerätst in Panik. Wir suchen rasch, in den nächsten Brocken zu lösen, weiterklettern und nach einem Stück suchen, das besser zu lösen, zurückgehen und Jono sagen, dass du es nicht tun kannst. Nee, weiterklettern. Als du weiterkletterst, kommst du nicht umhin, die steinernen Masken der Wüter zu bemerken, die sich vor dem Götterstein aufgereiht haben, wie Gläubige vor ihrem Götzen. Schon ein kurzer Blick lässt dich fast erstarren. Es stoßen deine Finger auf ein loses Silberstück. Die Wüter reagieren nicht. Nach einem weiteren Stück suchen. Da du einmal hier bist, siehst du dich rasch nach weiterer, einfach zu erreichender Beute um. Du kannst noch einen kleinen Brocken lösen, bevor deine Nerven nicht mehr mitmachen. Rasch kletterst du hinab und gehst zu Juno, die auf dich wartet. Gut gemacht, sagt sie. Als sie zurückgeht durch die Wüter, drehen sich ihre Köpfe alle gleichzeitig, um euch nachzusehen. Du brauchst Stunden, um das Grauen und das Zittern deiner Hände wieder loszuwerden. Wieder näherst du dich dem Tor von Börsgard. Du bist froh, dass es noch steht. Es sieht allerdings aus, als hätte. Entschuldigung, als hätten es in der Zwischenzeit einiges. Hätte. Nee, war richtig. Hätte es in der Zwischenzeit einiges abgekriegt. So wie du hindurch bist, eilt Alette auf dich zu und wirft die Arme um dich. June lächelt angesichts des Wiedersehens und sagt: Nimm dir Zeit mit deiner Tochter. Sucht einen Schmied, der aus dem Silber einen Pfeil machen kann. Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Wir treffen uns auf den Mauern, wenn ihr soweit seid. Gut. Crafters. Das ist nur die Frage. Oh, ich habe Ansehen bekommen. Wieso? Naja, egal, befördern wir den mal. Der hat schon so viel drüber. Dann können wir dem aber auch. Das da verpassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das gleich brauchen.
Dass wir im nächsten Kampf Alette wahrscheinlich nicht zurücklassen können. Ach, guck mal, Morga ist auch da. Stimmt, das hat er ja vorhin gesagt. Ah, bevor wir aber jetzt noch irgendwie einen aufsteigen lassen, erstmal gucken, ob wir die Punkte vielleicht doch noch brauchen. Nicht, dass ich jetzt einfach die Punkte rausgeschmissen habe. Es dauert eine Weile, aber schließlich findet ihr jemanden, der bereit ist, den Fall für euch zu schmieden. Er beäugt dich zwar misstrauisch, als du ihm das Silber zeigst, schüttelt dann aber den Kopf und legt los. Alette steht dabei. Das Schmiedefeuer spiegelt sich in ihrem abwesenden Blick. Ich habe lange mit Eivind geredet, als du fort warst. Er hat mir viel von Juno erzählt. Ist sie wirklich so mächtig, wie er sagt? Scheint so. Anders kann ich dazu ja nichts sagen. Es könnte das Beste sein, was uns bisher passiert ist. Vater, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Ein Pfeil. Sie wird dich dazu bringen, Brüller zu erschießen, nicht wahr? Ich weiß es nicht genau. Bitte, wer sonst sollte es tun? Alva? Alette, ich weiß, worauf du raus willst. Du hast Angst, dass ich sterbe. Aber dieses Mal ist anders. Wir können nicht flüchten. Das meine ich nicht. Lass es mich tun. Was? Das kommt nicht in Frage. Ich denke darüber nach. Warum nicht? Denkst du, mir passiert was? Was machst du, wenn Brüller auf die Person zustürzt, die die einzige gefährliche Waffe hält? Lass mich sprechen. Es ist alles anders. Skoga scheint so lange her. Ich will das nicht tun, weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Ich habe keine Angst mehr für irgendwas. Du sollst es mich tun lassen, weil du weißt, dass ich besser schießen kann. Ich habe höhere Chancen, seine Rüstung zu durchbohren. Wir haben nur einen Schuss. Ich bin kein Kind mehr. Und ich bin nicht irgendein Mädchen. Ich bin deine Tochter. Ich schaffe das. Lass mich ein einziges Mal entscheiden, was mir geschieht. Na gut. Sie lächelt und nimmt deine Hand in ihre. Wir werden dies überleben. Ich weiß es. Du sitzt still bei ihr, bis der Schmied seine Arbeit getan hat. Da habe ich die natürlich überhaupt nicht aufgewertet, ne? Da ist er. Juno ist in einem angeregten Gespräch, als du dich mit dem Pfeil in der Hand näherst. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Brüller weiß, dass wir hier sind. Ob er auf Verstärkung wartet oder uns erst aushungern will, das weiß ich nicht. Aber mit einem direkten Angriff wird er nicht rechnen. Ist das ein Witz? Wie sollen wir das denn machen? Ich werde ihm mit einer Handvoll Krieger entgegentreten. Eine kleine Gruppe kann ich vor ihm verbergen. Die anderen führt einen Angriff von hier aus. Mit Glück schickt Brüller seine Armeen weg und tritt euch entgegen. Und die Raben? Vielleicht protestieren sie. Tun sie nicht. Ich habe eine Aufgabe für sie arrangiert. Selbst wenn ihr an Brüller rankommt, welche Chancen gibt es, ihn zu besiegen? Wir haben gesehen, was in Einarzthof passiert ist. Man kann das Ding nicht töten. Juno zeigt ihnen den Pfeil, den ihr aus dem Silber des Göttersteins geschmiedet habt. Der hier wird ihn bluten lassen, wie alle anderen. Und sobald er getroffen ist, ist er verwundbar. Sie sieht hier in die Augen. Wir haben nur einen. Du musst treffen. Und nimm nur die mit, die absolut notwendig sind. Ich werde all meine Konzentration brauchen, um die anderen Wüter davon abzuhalten und zu überrennen. Ich kann nicht mitkämpfen. Und wenn wir Brüller töten, was dann? Gehen die Wüter dann einfach weg? Davon gehe ich aus, ja. Sicher weiß ich es aber nicht. Der Plan ist doch zum Scheitern verurteilt. Helft uns lieber hier auszuharren, bis die Schiffe fertig sind. Und dann? Brüller wird uns unerbittlich den ganzen Weg bis Alberang verfolgen und erwarten sicher noch mehr Sunder. Es ist jetzt Zeit, mit euren Lieben zu reden und zu der Erinnerung an jeden Gott, der euch gefällt. Ruht euch aus. Morgen früh töten wir einen Sunder.
Belauber heißt der normalerweise. Okay. Market kann ich. Ach man, nichts machen, ne? Ja, gut. Das bringt mir alles nichts. Da sind die Heroes. Ach, hey, sind ja noch mehr. Ist auch ein Kraftpotz. Sind natürlich alle fit. Harkon ist Kriegsmeister. Harkon ist schon ziemlich guter. Achso, das geht ja nicht. Ach, die sind ja auch noch dabei. Ah, das war ziemlich gut eigentlich. Was war Eirik nochmal für einer? Ach, richtig. Aber wenn ich zwei davon im Hintergrund habe, dann wird es echt ein bisschen problematisch. Also Eivind, wie gesagt, der ist schon ziemlich gut. Und jetzt würde ich eigentlich. Oma ist ja jetzt natürlich mit der Feder. Aber die kann ich ja auch jemand anders geben. Kann ich ja auch zum Beispiel Moga geben. Den kann ich auch aufwerten, wenn ich will. Oh, das ist gar nicht so einfach, wenn man da so mitnimmt. Jetzt haben wir so viele Leute, dass ich das gar nicht mehr weiß. Was war denn Chris für einer? Kraftprotz. Nee, den also eher nicht. Wird schon Krümmer mitnehmen. Weil ich gerade überlege, ob ich den aufwerte oder nicht. Eigentlich würde ich auch Alva mitnehmen. Weil das bei dem tatsächlich so die Frage ist, ob ich nicht lieber ihn mitnehmen soll. Weil für die Stufe 4 haben wir jetzt nichts frei im Moment. Schluss. Kann ich den auch befördern? Ja, den kann ich auch befördern. Ach, der hat gar nichts. Was ist das jetzt? Ist das zweifacher Stärkeschaden? Also ich würde sagen, Harkon wird befördert. Obwohl, ich kann auch das machen. Drei Felder, ne?
Dann geben wir dem doch das. Ach, ich hab's. Wieso konnte ich den noch? Oh. Jetzt habe ich immer noch einen Platz frei. Die Frage ist, Alva? Kann ich leider nicht befördern. Schade, schade, schade. Er macht natürlich plus 3 Rüstungsschaden jetzt mit der. Ja, komm, nehmen wir Alva mit. Habe ich ihn so oft mitgenommen. Ach, den wollte ich da vorhin auch geschaut haben. Naja, gut, egal. Dann würde ich sagen, machen wir den finalen Kampf. Oder vielleicht finalen Kampf erstmal in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.